Regeln und ich möchte ganz gern, dass du heute wieder innerhalb des Spielplatzes bleibst. Ich werde dich aber wie immer rechtzeitig rufen und dann stellst du dich bitte beim Eingang wieder an. Alles klar? Ja! Ja. Super, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wollen wir Piraten spielen? Ja, Piraten auf Schatzsuche. Und wir wollen durch die Zeit reisen. Captain, hi ho! Captain Frick ist bei der Stadt von 3 Uhr direkt auf uns zu. Sie sehen hungrig und durstig aus. Versenkt im Stock. Diese Landrottner haben unseren Braten gerochen. Captain, jemand muss von unserem Pfeffersack gesungen haben. Von selbst riechen diese Daumenlutscher nichts. Frauen und Männer, macht euch bereit zum Spielen. Wir schicken diese Korsaren auf den Meeresgrund. Arr! Weißt du, wer wir sind? Captain Freaky's Bande! Die berühmten Korsaren dieser See! Wir trinken keinen Krug. Und wenn es auf einem Schiff, was ich einnehme, nicht zu holen gibt, dann, das weiß die ganze See, feiern die Haie! Captain, schicken wir sie gleich zum Heim! Ha ha ha! Meinst du so als Flaschenpost? Ha ha ha! Wartet noch! Ich habe einen Schatz. 90 Meilen westwärts liegt die Insel Plana. In ihrer Höhle beherbergt sich mein Lebenswerk. Hans sind wir endlich da. Hier ist sie, meine Erfindung, mein Lebenswerk, meine Zeitmaschine. Seine was? Zeitmaschine, das ist eine Erfindung. So etwas wie ein Schiff. Nur dass es mich nicht über die Meere bringt, sondern durch die Zeit. 100 Jahre früher oder in die Zukunft. Zukunft? Das, was noch nicht ist, aber mit Sicherheit sein wird. Da werden wir alle applaudieren. Meinst du, die Billgrat hat uns reingelegt? Captain, die Haie haben Hunger. Aber versteht ihr nicht, welche Gelegenheit das für euch bedeutet? Wir können in die wohlhabendste Epoche der Menschheit reisen. Da könnt ihr euch satt rauben. Das Ganze hier stinkt. Die wohlhabendste Epoche der Menschheit, ja? Ja, so ist es. Sagen wir mal, ich gebe als Ziel ein das Jahr 2222. Jetzt nur noch ein kleiner Kuss und es geht los. Ja!
ein kleiner Defekt. Wir sind im Jahr 2021. Diese Bande von Strohköpfen kann sie sowieso nicht bedienen. Ah, meine Notfallfernbedienung. Auf bald, mein Schatz. Ich komme wieder. Marcel, dreht sich mir der Kopf. Zum Charlie Watcher, wo sind wir hier? Captain, sehen Sie das gleiche, meine Klüsen hier? Die Beute da. Könnte es noch mehr Dunkelkammer vertragen? Sieht doch ganz blutleer aus. Gib mein Handy jetzt. Gib mein Handy her, sonst petz ich. Mama! Lilith hat gestern wieder ihre Katze lebend laufen lassen. Lilith, du bist krank, wenn du nichts Richtiges zu dir nimmst. Reicht es nicht langsam? Siehst du nicht, wie dein Vater leidet? Wenn mir Vater etwas zu sagen hat, kann er es selbst tun. Dass er nicht mit dir redet, treibt ihn ein Pfahl durchs Herz. Und mich treibt es noch ins Sonnenlicht. Meine verehrten Freunde, unser Fest nimmt kein Ende. Nun schreiben wir das Jahr 2021 auf unserer kostbaren Insel Plana. Und ich habe schon vergessen, in welchem Jahr unser Fest begonnen hat. Ich will mein Glas auf diesen glorreichen Augenblick erheben. Darauf, dass die Schätze unserer Insel nie ausgehen mögen. Ich liebe eure Kostüme. Was? Ich liebe eure Kostüme. Die wohlhabendste Epoche der Menschheit hatte gesagt, Frauen und Männer, ihr dürft jagen. Captain, Sie sind der größte Pirat, der je unter einem Jolly Watcher gesegelt ist. Ich freue mich schon auf den Tag. Damen und Herren der Insel Plana, darf ich vorstellen, Captain Flügge und seine Cousin. Sie dürfen sich ganz friedlich ihres Schmuckes und ihres Geldes entledigen. Meine Jacks werden rumgehen und sie ganz gelandet erleuchten. Ich habe kein Ei. Hier nehmen Sie auch meine Uhr. 40 Karat Gold mit Markierschliffdiamanten. Oh, was für ein gelungenes Kostüm. Ist sie auch ein Klappe echt? Ihr Haken ist aber spitz. Hier bitte, die Halskette meiner Frau. Und der Schlüssel zu meinem Anwesen. Was für eine gelungene Einlage. Adieu. Ei. Johoho. Sie haben den Schlüssel zu meinem Anwesen. Ich werde die ganze Nacht kein Auge zutun. Segel in Wind, aber mit Schweinsgalopp. Zum Klappautermann. Versteht ihr all diese Masten? Zeitschiff hat es genannt? Der Papagei hat Buchstaben gerechnet, um die Segel vom verfluchten Schiff zu setzen. Dieses verfluchte Zeitschiff, es hängt fest. Versenkt mich doch! Wo sind die gefährlichsten Korsaren der Mittelsee? Dass mein Haken spitz ist, hat die gesagt. Captain, dass wir verkleidet sind, haben die gesagt. Und warum die Augenklappe? Leicht, Matrosen. Wollt ihr zu den Haien? Ihr Kinder, mir unterstehen die übelsten Korsaren, die Mittelsee je in Furcht versetzt haben. Brauchen wir diesen Papagei, um die Segel seines verfluchten Zeitschiffs in Wind zu setzen? Dann bringt die mir! Aber wo sollen wir ihn jagen, Captain? Auf dem Land sind wir wie Ratten auf hoher See. Los, ihr Rabaufen! Captain, ihr bringt Furcht über jeden, der hier ins Auge blickt oder nur euren Namen vernommen hat. Niemand lacht über den grausamsten Korsaren, Captain der Mittelsee. Oh, seht, seht! Wir sind auf Piratenbeute gestoßen.
Hier ist ihre Uhr. Oh, was für Marquis-Schliff-Diamanten. Schatz, deine Halskette. Wo ist die Jackbande nur hin? Ist sie etwa durch ein Wurmloch gefallen? Madame, ist das nicht der Schlüssel zu Ihren Anwesen? Papa, sieh dir das an. Es muss eine Zeitmaschine sein. Sieht genauso aus wie auf dem Insta-Profil von Timeboy. Schatz, tu was. Lazarus Fantasie geht mal wieder mit ihm Nein, durch. Tatsächlich. Wir haben diese Piraten vollkommen unterschätzt. Es sind Zeitreisende. Verehrte Freunde, hört alle her. Habt ihr Lust auf einen kleinen Trip durch die Zeit? Meine Freunde, bitte gebt euren Tipp ab. Wann soll es hingehen? 2027! Es macht das Jahr 2222. Verehrte Freunde, sehen wir uns also unsere kostbare Insel Plana im Jahr 2222 an. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hüt die Schaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Bitte nicht! Ich schmecke grauenvoll und sauer, nicht wie das süße Baby da. Alles in Ordnung? Ich bin kein Blutsauger und ich werde nie einer sein. Ich bin ein ganz normales Mädchen. Schön, dass du nicht durstig bist. Dann kann ich ja zu meiner Zeitmaschine. So ein Ding, mit dem man durch die Zeit reist? Ja, genau so ein Ding. Aber bitte, ich werde dich sicher ganz schlecht aufstoßen. Der Vampirrat hat meine Eltern und mich aus der Familie verbannt, weil ich seit Monaten nur noch Gemüse esse. Siehst du denn meine rosa Wange nicht? Nein, aber das wird schon. Ich muss jetzt weiter. Wenn du erlaubst. Die Endzeitstimmung meiner Eltern reicht doch schon. Jetzt muss auch noch ein Clown vor mir Angst haben. Was mache ich denn nur? Zeig mir deine Zeitmaschine. Und du versprichst, ich meine, du isst wirklich nur Gemüse? Okay, nur bitte keine Tränen. Hier ist sie! Meine Zeitmaschine! Diese Bande von Strohköpfen kann sie doch nicht bedient haben! Das ist Lazarus Handy und Vaters Medaillon. Sind sie etwa mit deiner Zeitmaschine? Oh Clown, du hast sie mir vom Hals geschafft! All der Unfug, der auf mich wartet! Meine Narrenfreiheit! Endlich kann ich so viel Gemüse essen, wie ich will. Und so viele Mäuse vor den Katzen retten, wie es mir passt. Ah, meine Notfallfernbedienung. Warte, Notfall, was? Was machst du? Meine Zeitmaschine zurückholen. Nicht so eilig. Wir können gemeinsam Unfug treiben. Es gemeinsam für immer lustig haben. Ich will es nicht lustig haben. Und ich habe es satt für Unterhaltung der anderen herzuhalten. Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen. Verletzen? Ich setze ganz einfach nicht meine Narrenfreiheit aufs Spiel, um meiner verirrten Fledermaus den Weg zu leuchten. Ich bin ein Mensch, eine Humanistin genauer. Aber ich verstehe, ich habe eine sensible Erinnerung berührt. Ich bin gleich nur mehr Erinnerung für dich. Von 2022 ins 2021. Jetzt Reset drücken und... Warte, mein Häschen, wo bringst du mich hin? Was ist das für eine Oase?
das nicht unser altes Haus? Wie schön es ist. Schau mal, Höfchen, wir haben Besuch. Seid ihr gekommen, um Großvaters Glaswerkstatt zu sehen? Ja, um Großvaters Werkstatt zu sehen. Danke, Häschen. Häschen hat hingekommen. Bitte schön. Danke. Danke. Kommt ruhig weiter. Großvater erwartet euch schon. Oh, wie schön, wie hier alles leuchtet. Hier ist er langgelaufen. Weit kann er nicht mehr sein. Weiter, Brudelbruder, weiter. Gleich hören wir den Käpt'n, der kann sich auf was gefasst machen. Zum Hanfkragen. Was ist denn, Brodelbruder? Ich habe die Fährte verloren. Was denn, Chilliwatches, soll das heißen, du hast die Fährte verloren? Versenk mich doch, als hätte sich der Papagei in Luft aufgelöst. Genau an dieser Stelle. Ach, Brodelbruder, deine Nase ist auch nicht mehr, was sie mal war, was? Unsere Beute stand doch vorhin auch noch hier. Und das Zeitschiff doch auch. Zum Chilliwatches, spukt es hier etwa? Halt mir die Gespenstergeschichte hier raus, Uma. Oder seid ihr etwa kleine Kinder, die sich in die Hosen machen? Mir wächst aber, seit ich ein Junge bin, Käpt'n. Donnebräu gab mir die Mutter, um mich zu stillen. Ich wurde mit einem Säbel zwischen den Zähnen geboren. Niemand vergreift sich an Käpt'n Freakys Beute. Haltet alle den Rand, jetzt übernehme ich das Steuer. Brodelbruder, was sagt denn Riecher? Wo sind die Feiglinge lang? Los, Cousin, holt zurück, was euch rechtmäßig gehört. Die Haie sollen heute Nacht ein Festmahl haben. Danke für die Gastfreundschaft, Sarah. Dein Großvater ist ein wahrer Künstler. Nur Häschen kennt den Weg. Aber das Haus, die Oase, wo ist plötzlich alles hin? Das war mein Zuhause, bevor wir vor dem Krieg fliehen mussten. Aber heißt das, alles, was wir gerade erlebt haben, war nur deine Erinnerung? Was? Nur durch deine Erinnerung waren wir bei der Oase und in der Glaswerkstatt ohne Zeitmaschine. Großvater sagt, Erinnerung ist eine große Kraft. Sie beherrscht die Gegenwart und von manchen Menschen sogar das ganze Leben. Das verstehe ich nicht. Kommt mit, ich zeige es euch. Seht ihr das Mädchen, das da sitzt? Das ist meine Schwester Samira. Komm, Samira, komm, wir wollen mit dir spielen, komm! Hört ihr das Flugzeug? Nein, ich höre nicht von dem Flugzeug. Ich auch nicht. Wir sollten schnell von hier weg. Komm schnell. Wir brauchen ein Boot. Wir brauchen ein Boot, um zu fliehen. Wo sollen wir hinfahren? Auf die Inselplane.
Als unsere Eltern mit uns geflohen sind, war Samira sehr, sehr klein. War Samira nie mit dir in der Oase und in der Glaswerkstatt des Großvaters? Eure Flucht hat sich so stark in ihre Erinnerung eingebrannt. Jetzt verstehe ich die Worte deines Großvaters. Ich wünsche mir einmal, mit Samira unsere Heimat in Frieden zu sehen. Immer wenn ich versuche, sie in meine Erinnerung mitzunehmen, ist es, als versteht sie meine Sprache nicht. Nein, und Moment mal. Was, wenn wir, sagen wir mal, eine Zeitmaschine hätten, mit der wir zurückreisen könnten und mit Samira die Oase und euren Großvater besuchen könnten. Und bevor Samira den Krieg erlebt, wieder zurückreisen. Dann würden wir theoretisch ihre Erinnerung austauschen und damit ihre Gegenwart verändern. Stimmt's? Du meinst nicht etwa meine Zeitmaschine? Naja, es gibt theoretisch nur deine Zeitmaschine. Ja, deine Zeitmaschine? Schmink dir das ab, Fledermaus! Außerdem ist meine Zeitmaschine samt deiner ganzen Familie im Jahr 2222. Komm, vergessen? Aber du hast doch deine Notfallfernbedienung. Und du? Wolltest du nicht für immer Gemüse essen? Keine Endzeitstimmung mehr. Samira hat weder eine Erinnerung an die Oase noch an die Glaswerkstatt ihres Großvaters. Bitte. Du bist der liebste Clown der Welt. Johnny, Hilfe! Wo ist die Verwüstung plötzlich hin? Seht, Bäume, unsere Insel Plana blüht. Ist das nur eine Erinnerung? Die Zeitmaschine zeigt das Jahr 2021. Tatsächlich, wir sind durch die Zeit gereist. Einmal ins Jahr 2222 und wieder zurück. Diese Zeitmaschine ist echt. Was für eine schreckliche Erfindung. Mama, Papa, wo ist Lilly? Im Jahr 2222 unsere Insel Plana durch unser Tun zerstört ist, dann müssen wir heute etwas tun, um diese Zukunft zu verhindern. Wir müssen Lilith finden, jetzt! Lilith! Lilith! Wo kommen die alle plötzlich her? Mama, warum habe ich mein Handy verloren? Damit das klar ist, dieser kleine Energiesauger bleibt für immer verloren. Lilith! Lilith! Wow, habt ihr das gesehen? Die ganze kleine Welt meiner Familie ist durch eine einzige Erinnerung umgekrempelt. Sarah, hol Samira. Meint ihr wirklich? Ja, ja, los, schnell! Was ist los? Wieso freust du dich nicht? Worüber? Dass ich mein Lebenswerk als völlig nutzlos erweist? Nutzlos? Aber hast du nicht gesehen, wie die Zeitreise meiner Familie bekommen hat? Ich habe mir ausgerechnet, im Jahr 2222 wird man mir die Narrenfreiheit verleihen. Deswegen habe ich diese Zeitmaschine gebaut. Was stellt sich heraus? Im Jahr 2222 ist die Erde zerstört. Aber wir können Samiras Erinnerungen bestimmt verändern. Und sicher können wir auch etwas für das Jahr 2222 tun. Vergiss es! Die Zeitmaschine bringt uns durch die Zeit, aber sie verändert nicht die Welt. Okay, okay, nur bitte keine Tränen. So, es geht los! Das Flugzeug? Nein. Nein. Wir sollen so schnell von hier weg. Komm. Wir brauchen ein Boot, um zu fliehen. Mama, Papa, da ist Lilith. Bei allen Herren der Finsternis, hilf ihr da raus, sprich endlich mit ihr. Lilith, Lilith, mein Kind.
Papa? Lilith, sprich zu deinem Vater. Lass mich deine Stimme hören. Aber was wird der Vampirrat sagen? Ihn einfach zum Essen ein. Es wird eine prächtige Auswahl an verschiedenen Salaten und Gemüse geben. Dein Ernst? Dann darf ich also auch mein spezielles Ranch Dressing zubereiten? Lazarus, meine liebste Nervensäge. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Wie schön, deine Wangen werden langsam wirklich rosa. Lilith, was ist? Wir hier auf unserer Insel Plana haben alles. Viele Kinder haben nicht mal schöne Erinnerungen. Unsinn, welches Kind hat keine schönen Erinnerungen? Samira musste vor dem Krieg fliehen. Sie erinnert sich sonst kaum an ihre Heimat. Wir sind mit der Zeitmaschine in die Zeit vor dem Krieg gereist, aber wir konnten trotzdem nicht ihre Erinnerungen austauschen. Lilith, als wir in der Zukunft unsere schöne Insel Plana zerstört vorgefunden haben, wurde mir schmerzhaft klar, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können die Gegenwart so gestalten, dass in Zukunft schöne Erinnerungen möglich sind. Und die Gegenwart? Wie können wir die Gegenwart verändern? Mädchen aus der Insel Plana, du kennst die Werkstatt meines Großvaters? Die Oase und Damaskus? Samira, ich war dort. Dein Großvater hat mir eine Glaslampe geschenkt. Ich zeig sie dir. Komm. Schatz, vielleicht probieren wir es auch mal mit Salat und French Dressing. Verehrte Freunde, machen wir uns an die Arbeit. Unsere Insel Plana braucht uns. Unsere Kinder brauchen uns. Nehmen wir die Herausforderung an, unsere Insel Plana vor der Zerstörung zu bewahren, die im Jahr 2222 auf uns zurollt? Wir sind bereit. Wir nehmen die Herausforderung an. Aber wie sollen wir es anstellen? Dass auch zukünftige Generationen Demut vor dem Leben haben. Zuerst streichen wir diese sinnlose Auswendiglernerei aus der Schule und geben den Kindern wahre Bildung. Wahre Bildung? Was meint er? Schule streichen? Wie soll das gehen? Fehler feiern will ich, denn nur aus Fehlern lernen wir. Experimente wagen und der Natur in Achtsamkeit und Neugierde zu begegnen, das nenne ich wahre Bildung. Also das klingt doch spannend. Macht Sinn. Ja, so würde uns Schule auch gefallen. Und du könntest den Kindern zeigen, wie man Zeitmaschinen baut. Legen wir los. Wohin soll's gehen? Ah! Wir sagen an, wohin es geht. Habt ihr gedacht, ihr könnt über Captain Freakys Bande lachen? Brodelbruder, denn Riecher fängt doch jede noch so muffige Fährte ein. Captain, sehen Sie mal, was ich erbeutet habe. Ha, ha, ha. Das ist die Glaslampe, mein Großvater, gib sie zurück. Ihr Billkratten, jetzt ist Schluss mit Höflichkeiten. Rückt den Papagei raus, sonst war's das mit der Lampe. Habt ihr gedacht, wir sind nur auf Beute aus? Halt's Maul, Brodelbruder. Wir nehmen die Beute und die Billkratte natürlich mit. Dann haben wir auch was zu lachen. Los, Papagei, hiss die Segeln! Kinder, anstellen, die Spielezeit ist vorbei. Komm bitte, schnell! Nur noch 5 Minuten, bitte, Franziska. Gleich haben wir fertig gespielt. Bitte, 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 bitte. Nein, du musst jetzt kommen, wir müssen zurück. Bitte, Franziska, bitte. Nur noch 5 Minuten, bitte. Bitte. Franziska, wieso haben manche Kinder keine Eltern? Und keine Großeltern. Wieso müssen sich so viele Kinder an die Bomben erinnern, die ihre Heimat zerstört haben? So lassen manche Eltern ihre Kinder nicht selbst entscheiden, was sie essen möchten. Franziska, wieso haben manche Kinder keine Eltern? Wieso zerstören die Menschen die Erde? Wo haben Kinder dieselben Rechte wie Erwachsene? Wie wird die Welt aussehen, wenn alle Kinderrechte eingehalten werden?